Gut, aber jetzt gehen wir weiter, Leute. Wir quatschen. Ich stehe noch immer rum. Leute, ich bin wie angewurzelt. Und ihr schaut mir einfach nur zu, während ich nicht quatsche und schon wieder eine Dreiviertelstunde rum. Ich krieg langsam Stress auf der Backe. So, warte, was machen wir jetzt? Jetzt mal im Schnelldurchlauf. Was machen wir heute? Also, wir werden jetzt erstmal drauf eingehen, auf die PvP-Belohnung. Denn ich habe es jetzt geschafft, innerhalb der letzten 2 Wochen die kompletten Mounts mir zu holen. Oder zumindest werde ich sie mir jetzt gleich holen. Und da werde ich ein bisschen drauf eingehen, auf meine Erfahrung jetzt auch im PvP und wie der aktuelle Fortschritt ausschaut mit The Feast und mit Rang 100 zu sein und wie auch da meine Erfahrung ist. Das werden wir jetzt gleich machen im Anschluss. Dann werden wir das Valentinstags-Event machen 2017. Da gibt es ja tolle Emotes, ich habe es ja im Hintergrund gesehen. Das werden wir absolvieren. Dann wir machen die legendäre Questreihe, werden wir abschließen, auch da unsere Erfahrung teilen und ein paar Tipps und Tricks geben, wie man am besten diesen Step jetzt mit 3.5er Patch absolvieren kann. Dann gibt es eine kleine Pause, ungefähr ab 22 Uhr. Das haben wir auch schon in den letzten 2 Livestreams gemacht. Und dann werden wir noch Palast der Toten absolvieren, Ebene 71 bis 80. Das ist auch so ein bisschen zu kurz gekommen. Und dann gibt es noch die Community-Fragen. Gibt es dann auch noch im späteren Verlauf, wie üblich. Und wir versuchen natürlich, die 1 Million MGP zu gewinnen. Das muss mal irgendwann funktionieren. Das ist jetzt so im groben Ganzen der Masterplan für den heutigen Abend am 4.2.2017. Um 20 Uhr ist es losgegangen. Und ich muss jetzt erstmal einatmen und einen Schluck nehmen. So. Also, Interface einblenden, auf geht's, mal ein bisschen aktiver werden. Das ist ja wie so ein Rentnerverein hier. Irgendwie kaum bewegt und nur geredet. Was ja nichts Schlimmes ist. Aber, so, ich drehe mich mal um. Da ist die Community ein Teil davon. Ich lese mal vor, wen haben wir am Start? Marcy Bright haben wir hier links. Sehr schöne Klamotte. Ist auch, glaube ich, vom Garo-Event. Ja, also vom PvP-Event. Das Set, das 235er. Da haben wir Gizzard am Start natürlich mit seiner Axt in der Hand, ein Krieger. Dann haben wir Liz Tenderbray am Start, wir haben Killers Tier da, wir haben Elodie Frey natürlich. Wir haben Kyle Kiyosaki, da haben wir Cyborg mit seinem heißen Outfit. Ja, ob das das heißeste auf dieser Welt ist, weiß ich nicht, das kann jemand anders beurteilen. Aber schön, dass du da bist, Cyborg. Dann Melitus natürlich am Start, hierin war auch noch eben da und die Jolly ist auch da. So, sehr gut. Was machen wir jetzt? Also, ich werde mich mal hier kurz verabschieden. Also, zumindest jetzt hier vom Rohr runterspringen. Zack, tschüss. Also, jetzt hier vom Schiff runterspringen. Und werde jetzt mal drauf eingehen bezüglich dem, was ich jetzt gemacht habe. PvP. Für die Leute, die nicht wussten, mit Patch 3.5 wurde einiges am PvP-Event, am PvP gedreht. Unter anderem gibt es jetzt neue Sets, die 335er Sets, welche man für Wolfsmarken bekommt. Das ist die PvP-Währung. Für die Leute, die halt noch nicht so involviert sind, die schauen so aus, wollen wir sie da. Wolfsmarken, das sind diese Wolfsmarken und für diese Wolfsmarken, die man in jedem Battleground bekommt, kriegt ihr halt ja Punkte und die könnt ihr eintauschen gegen Sets. Und wenn ihr halt komplett die linke Seite voll habt, also Waffe, Kopf, Brust, Hände, Gürtel, Hose und Schuhe habt, dann könnt ihr hier zu dieser Dame bei der, beim Wolfshöhlenpier, bei den Koordinaten X5, Y5, bei der verrufenen Priesterin könnt ihr diese Sets erwerben und bekommt dann auch gleichzeitig einen schönen neuen Titel. Ja. Und das machen wir jetzt auch mal, denn ich habe ja nicht nur für meinen Baden das 235er Set mir schon geholt, sondern war natürlich auch fleißig unterwegs und habe zum Beispiel auch vom Paladin, so schaut das vom Paladin aus, ich zeige es kurz, goldene Rüstung, so schaut sie aus. Und was da interessant ist, dass dieses Set gar kein Schild hat. Normalerweise haben Paladin ja ein Schild, aber bei diesem Garo-Set gibt das nicht. Also es kann man Schild zwar kaufen, aber das ist anscheinend unsichtbar. Das fand ich sehr interessant. Und so schaut zum Beispiel das PvP-Set vom Paladin aus. Was haben wir noch im Angebot? Und da habe ich auch noch vom Heiler hier zum Beispiel. Wo haben wir es denn noch? Vom Astrologen, glaube ich. Also allgemein Heiler. Habe ich es mir auch geholt. Ich habe so viele Sets angelegt. Schon schwierig mal den Überblick zu bekommen oder behalten. Wo ist ein Heiler? Wo ist mein Heiler hin? PvP-Gelehrter. Nee, das ist es nicht. Wo haben wir es denn? Bin ich blind? PvP. PvP. Bade. Ich brauche den Heiler. Der war doch als Astro gekennzeichnet eigentlich. Da, Astro. Ja, das ist zum Beispiel das 235er Set des Heiler. Also sprich Astrologe, Gelehrte, White Mage. Ein heißes Outfit, muss ich sagen. Heißer Schlüpper, in dem Fall, es gibt gar keinen Schlüpper, aber das muss ich sagen, finde ich sehr schön. Das ist nämlich vom Highlight 235er und das aktuellste, was ich mir geholt habe, noch kurz vor Livestream-Beginn, ist das vom Ninja, finde ich auch sehr geil. Warum ist das? Ninja, nee, das ist Altbacken-Ninja, Ninja PvP brauche ich.
Boah, Leute, ich habe so viele Sets. Ninja, 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 Ninja. Da, Ninja PvP ganz unten. So, so schaut das Ninja PvP Set aus. Finde ich auch ziemlich geil. So schaut's aus. Gold, also eher so silbernd, also sehr unterschiedlich. Paladin goldene Ausrüstung, Ninja hier silbern, finde ich sehr schön. Und da wollte ich mal zeigen, wenn ihr also jetzt solch ein Set euch geholt habt für Wolfsmarken, das komplette, hier linke Seite, komplett 235, dann könnt ihr zu der werten Dame gehen, verrufene Priesterin, und sagt ihr mal hier, ich möchte mal einen neuen Titel erhalten. So, und dann passiert das hier. Die sagt folgendes, verrufene Priesterin sagt folgendes. Ach, du glaubst, du verdienst einen neuen Titel? Dann lass mich erst einen Blick auf deine Waffen und deine Ausrüstung werfen. Danach sehen wir weiter. So, und da steht hier, du erhältst einen neuen Titel, wenn deine Waffen und die Rüstung, die du trägst, die erforderlichen Bedingungen erfüllt. Und das tut es. Und da kommt eine solch schöne Sequenz, die wollte ich euch mal zeigen. Da seht ihr das Set in voller Pracht, in diesem Fall des Ninjas. Beim Baden und vom Heiler habe ich es ja schon gemacht und vom Paladin. Und ja, da sagt die Dame noch, deine Waffe, deine Rüstung, deine Muskeln. Hm, scheint alles in Ordnung zu sein. Ich anerkenne hiermit, dass du die Errungenschaft Echos des silbernen Wolfes würdig bist. Und jetzt zisch ab und rette die Welt. So, und hier noch, wenn du mit angezeigten Titel an einem PvP-Inhalt teilnimmst, kannst du bei einem erneuten Sieg eine weitere Errungenschaft erwerben. Mitmachen lohnt sich also. So ist es, denn es gibt für jede Klasse, jedes Set gibt es eine Errungenschaft und auch noch einen zusätzlichen Titel. Das zeige ich auch nochmal kurz, denn das mache ich auch nebenbei mal so, während des PvPs. Ich kaufe mir halt sämtliche PvP-Sets und dann könnt ihr zum Beispiel hier runterscrollen. Da wollen wir es denn? Ganz unten, genau. Unter der Kategorie Errungenschaften Gegenstände findet ihr ganz unten die einzelnen Waffen, die ihr euch holen könnt. Und da gibt es nur die verschiedenen Titel. Also zum Beispiel jetzt hier vom Paladin heißt der Titel Garo. Dann vom Mönch ist der Markai Mönch. Dann Barago. Also die ganzen Titel mit den Sets, die hole ich mir halt noch. Ein paar habe ich schon. Und das mache ich halt, während das nächste Feast absolviere. Und da zeige ich auch mal eine tolle Überleitung zum Thema PvP. Ich gehe mal kurz zu meinem Barden-PvP-Outfit, was im Vergleich etwas unspektakulär ausschaut. So schaut es vom Barden aus, das 235er. Und da zeige ich euch auch mal kurz, wie mein Fortschritt ausschaut. Beim letzten Mal war ich noch Kampfklasse Gold war ich gewesen. Ich glaube mit 1345. Und jetzt bin ich Kampfklasse Platin, das ist die die fast beste Klassenwertung. Also über Platin kommt nur Diamant. Und ich habe eine Wertung von 1879 Punkten. Und diese Wertung erlangt ihr halt nur, wenn ihr The Feast absolviert. Solo in dem Fall habe ich es gemacht. Also Solo-Wertung. Und ich muss sagen, ich bin etwas irritiert, dass sehr wenige Leute auf dem Server Shiva PvP betreiben. Ich bin mit der aktuellen Wertung von 1879 am heutigen Tag, bin ich Platz 42. Das werde ich auch später bei der YouTube-Aufnahme euch auch mal einspielen, die Rangliste. Das nehme ich auch immer auf zwischendurch, damit ihr auch mal seht, wie auch da mein Fortschritt ist. Und in den kompletten Top 100 gibt es insgesamt nur 3 Leute, die vom Server Shiva aktiv The Feast im oberen Ranking halt spielen. Das muss ich sagen, finde ich sehr schade und auch etwas überraschend. Und ich bin aktuell Platz 2. Es gibt nur noch einen hier, ich glaube Commander Justice oder wie er hieß, mit dem habe ich auch geschrieben, der ist noch über mir vom Rang. Und dann irgendwann noch 10 Ränge unter mir auch noch eine andere Person. Also nur 3 Leute vom Server Shiva spielen aktiv The Feast. Und jetzt kommt die Frage an euch da draußen. Spielt ihr, die gerade zuschauen und zuhören, spielt ihr eigentlich PvP? Und wenn ja, auch The Feast? Und wie ist eure Erfahrung? Da würde ich gerne mit euch mal drüber quatschen. Und währenddessen immer eine kurze Rückmeldung gibt, frage ich mal die Menitus. Wie ist eigentlich für dich so das Thema PvP im Spiel Final Fantasy XIV? Ist das für dich interessant oder ein Anreiz? Oder sagst du, nee, da bringe ich keine 10 Pferde rein? Für mich war ja immer entscheidend oder ist ja immer entscheidend bei PvP die Motivation, weil ich grundsätzlich kein PvP-Spieler bin, weil ich noch in keinem MMO, das, keine Ahnung, liegt mir einfach nicht. Ich bin einfach so der klassische PvE-Spieler und es kommt aber immer drauf an. Ich kann bei PvP durchaus auch Spaß haben, wenn ich halt eine richtige Motivation habe und ich habe es schon öfter erzählt. Es ist einfach das Set von dem Beschwörer am Anfang,
das war so grottenhässlich, das war ging gar nichts, hatte mit dem Beschwörer auch nichts zu tun und da war ich dann so angefressen, dass ich gar nichts am PvP gemacht habe. Und ich habe mir jetzt mit dem neuen Set auch die Skins sozusagen vom Beschwörer wieder angeguckt und es ist einfach nicht so meins. Und wäre das halt so ein Set gewesen, wo ich sage, ja, das möchte ich unbedingt haben, dann hätte ich sicherlich auch PvP gemacht. Es ist aber halt leider nicht an dem. Wobei ich sagen muss, dass die Hose sehr, sehr cool ist. Ich wollte ja immer auch für den Charakter ingame so eine schwarze, kurze Hose haben, so ganz schlicht. Und die ist es jetzt dieses Mal, das finde ich sehr, sehr cool. Und ja, aber das Set an sich finde ich halt nicht so toll. Und von daher ist PvP, ist für mich so der Anreiz nicht gegeben. Ich, wie gesagt, es liegt aber nicht an Final Fantasy, sondern eigentlich mehr an meiner nicht vorhandenen Begeisterung für PvP. Ja, also zum Thema Anreiz, das werde ich Ihnen gleich auch euch zeigen, was es als Belohnung gibt, denn ich habe mir schon alle Belohnungen erspielt, die jetzt mit Patch 3.5 dazugekommen sind. Ich gehe kurz auf den Chat drauf ein, dann geht die gleiche Frage natürlich auch auf zu der Rin halt, aber der Chat rappelt gerade durch, da ich das mal kurz vorziehe, was ihr zum Thema PvP schreibt. Und was habt ihr geschrieben? Zum Beispiel Dim Marcy hat geschrieben, gibt immer noch viele auf Shiva, die PvP leider nicht mögen. Ja, so scheint es wohl zu sein. Ist auch mein Eindruck. Und Cyber hat geschrieben, cool, Gratulation. Ja, vielen Dank dafür. Aber das Ziel ist ja wirklich bis zum Ende der Season, also bis zum Patch 3.55, der ja voraussichtlich Mitte, Anfang März kommen wird, musst halt in den Top 100 bleiben. Dann kannst du Glückwunsch schreiben, weil dann habe ich mein Ziel erreicht. Aber es ist wirklich ein Nervenkitzel. Das ist echt immer ein Auf und Ab im Ranking, weil man immer sehr random halt zusammengewürfelt wird, auch von der Wertungsklasse halt. Also ich bin am Ball und betreibe jeden Tag PvP. So, dann hier, 0, Exa, 0, ein neuer Name, schön, dass du ihn gefunden hast und ich hoffe, dir geht's auch gut und schön, dass du dich auch hier in der Diskussion beteiligst, denn du hast geschrieben, der Exa hat geschrieben, PvP in Final Fantasy macht ja so Spaß. War das ernst gemeint oder ironisch? Schreib mal rein, Exa, ob du es ernst meinst. Also ich persönlich sagen, mir macht's mehr Spaß als früher, aber das liegt auch daran, dass die Wartezeiten auch bis zum heutigen Tag extrem kurz sind. Also früher war es ja wirklich ein Leidensweg, wo es auch noch sozusagen fraktionsmäßig getrennt war, die Anmeldung, was sie jetzt aufgehoben haben. Und da hattest du ja teilweise eine halbe Stunde Wartezeit, bis du mal reingekommen bist. Und hier hast du maximal 5 Minuten Wartezeit, also das finde ich schon sehr geil. Also mir macht PvP jetzt aktuell noch mehr Spaß, als es auch schon zuvor war. So, die Marcy betreibt auch selbst PvP, scheint es, okay. Und Geimut hat auch geschrieben, mit dem Gewerteten will ich noch anfangen. Ja, warum nicht, warum nicht? Man fängt ja klein an, aber man sieht auch stetig einen Fortschritt. So, und Gizmi hat noch geschrieben, hab erst mit dem Event angefangen, plane mit Bloody Snow ein Team aufzustellen. Ja, warum nicht? Cool, warum nicht, warum nicht? Und die Niga hat noch geschrieben, hab mit PvP nichts am Hut. Ja, warum nicht? Muss man ja auch nicht. Also, wie ihm das sei, ne? Und Lexi Leaks hat auch noch geschrieben, nee, das interessiert mich nicht so sehr. Ja, also sehr unterschiedlich. Und John Philip hat auch geschrieben, ich spiele PvP, aber mit PvP-Rüssi. Also mit PvE-Rüssi, nicht PvP. Joa, wenn du Spaß dran hast. So, und Sumi noch ergänzt, ich spiele nur, wenn ich mal Lust habe. Ich möchte noch mein Mönchgear-Set fertig bekommen. Ja, ich denke schon. Also für ein paar Klassen ist es allein auch vom Set her ziemlich geil. Also auch wenn man vielleicht nicht der übelste PvP-Fan ist, aber die Sets, die lohnen sich zum Teil, muss ich persönlich auch sagen. Und die Mars hat noch geschrieben, ich mache gerne PvP in The Feast oder Front. Ich würde nur gerne mehr lernen und brauche einen Lehrer, der sehr viel Geduld mitbringt. Ja, kommt drauf an, was für eine Klasse du spielst, ne? Also ich bin so, ja, Heiler und Range, in dem Fall Barde, bin ich schon bewandert, würde ich behaupten, im PvP. Aber als Nahkämpfer brauchst du mich nicht da loszuschicken, das ist echt nicht meine Welt. Da müsste ich mich das mal reinfinden. Also wenn ich PvP betreibe, dann mit dem Baden oder mit ja, dem Heiler, mit dem Gelehrten aber auch dann. Wobei auch der Astro, glaube ich, ein bisschen besser ist. So, und Tidus 254 ist auch wieder da. Schön, dass du da bist, Tidus, vom anderen Server. Wie geht's dir? Hast du die letzte Community-Brabbel-Daddel voll gut überstanden und hat's dir gefallen? Schreib mal rein. Und du hast zum Thema PvP geschrieben. PvP habe ich bisher nur 3-mal gemacht. Und naja, einerseits nicht schlecht, andererseits nicht mein Ding, obwohl ich nur 3-mal das gemacht habe. Ja, man muss am Ball bleiben. Und ich glaube, für Einsteiger ist es wesentlich angenehmer, vielleicht auch mal The Feast 8 gegen 8 zu machen oder mal Frontlines. Ich glaube, als Einsteiger, zum Einstieg ist es angenehmer, als wenn du direkt ins 4 und 4 reingehst, weil da brauchst du schon, da musst du wissen, was du machst.
Da kannst du nicht großartig rumfailen. So, und dann haben wir Climax 81 ist auch da und schreibt: Nabend. Schön, dass du da bist, Climax. Mach's dir gemütlich. Wir quatschen gerade ein bisschen über PvP und unseren Fortschritt und was wir davon halten. So, Tricks hier noch Gens 8 und 8 macht mächtig Spaß. Für Solo 4 und 4 tritt da dauernd das Lampenfieber ein. Ja, wem sagst du das, Trixi? Also ich habe schon zu Melitus gesagt vor ein paar Tagen, die hört mich immer fluchen, ja. Und ich bin da eigentlich ein sehr ruhiger Zeitgenosse, das kann Meli bestätigen. Und auch nur ein ruhiges hier wächst, kann man sagen, weißt du. Aber beim PvP 4 und 4, da kriege ich eine Herzkabasker. Also da, wenn ich einen Herzinfarkt bekommen sollte im Spiel Final Fantasy 14, dann wegen The Feast. Das ist immer sowas von stressig, weil es ist auch immer so ein Hin und Her und dann hast du das Gefühl, es funktioniert gar nichts und dann geht's doch wieder. Es ist echt sehr stressig. Deshalb sage ich, 4 und 4 The Feast nicht als Anfänger machen. Das ist nicht gut für Nerven und auch etwas demotivierend. So, John Philipp noch gefragt, lohnt sich PvP-Rüssi mehr als PvE-Rüssi und wenn, inwiefern? Naja, rein von der Logik her würde ich mal behaupten, dass PvP-Rüstung mehr Sinn macht. Soviel ich weiß, ist das nicht mehr der Fall. Die haben den Stat-Moral ja irgendwann geändert und soll ja, soviel ich weiß, nur noch das Item-Level erhöhen, was ja nichts bringt, weil man ja auf runtergesetzt wird in den Kämpfen von, ich glaube, auf 150. Ja, 150 ist das, ja. Ja, deswegen glaube ich nicht, dass es was bringt. Ich bin da unentschlossen. Ich habe natürlich auch mir das Set mal von den Leuten angeguckt, die über mir vom Ranking sind. Da ist mir auch aufgefallen, dass teilweise Leute das mischen. Also einerseits ja, halt PvE und PvP-Set. Ich denke mal, sie mischen halt, je nachdem, welche Stats sie halt brauchen. Du kannst halt dann dadurch frei wählen auf die Stats. Wenn du jetzt nur PvE-Set hast, bist du ja ein bisschen eingeschränkter dann. Weil du ja dann eventuell dann nur die Alexander-Sachen bzw. die von den Punkten hast. Ja. Aber ich bin da halt auch nur Noob. Ich weiß nur das, was ich halt mal gehört habe. Ja, ich bin da auch ein Noob, aber auch als Noob schaffst du es soweit. Also ich habe es, kurz um auf die Frage einzugehen, John Philipp, es kann sein, dass es mehr Sinn macht, auch mit PvE-Rüstung rumzurennen oder so eine Mischung zu haben. Zumindest schaffst du es auch mit gewisser Talent oder Fähigkeit, wenn man so sagen kann, auch mit reinem 235er, du siehst es hier gerade, 235er Set sowie links sowie rechts, auch dieses Ranking, also die Kampfklasse Platin mit der Wertung zu erreichen. Ich habe bis jetzt nur mit dem ganzen Set von Beginn an gespielt und es klappt. Ja. Also es ist immer lucky, es ist luckabhängig, je nachdem was für eine Gruppenkonstellation du hast. Und du musst halt schon ein paar Sachen beachten. Also du darfst zum Beispiel nicht irgendwie einem Gegner die ganze Zeit nur hinterherrennen. Wenn du das Gefühl rennst, dass der Gegner out of range rennt oder sich versteckt wie der Heiler zum Beispiel, dann darfst du bloß nicht die Zeit verschwenden hinterher zu rennen. Außer der ist vielleicht auf 10%, ja. Aber sonst mach lieber Damage auf einen anderen und locke sozusagen den gegnerischen Heiler wieder aus seiner Deckung raus. Ja, das so als kleiner Tipp, wenn das ein Tipp ist. Gut. Ja, aber vielen Dank dafür, auch für die rege Anteilnahme und Rückmeldung eurerseits. Und ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass es sehr gemischt halt ist. Dass einerseits ihr Bock drauf habt und andere sagen, nö, ist nicht meine Welt. Ich mache lieber ein bisschen Roleplay oder PvE oder Handwerk. Warum auch nicht? Dann frage ich auch nochmal, Rin, wie schaut es bei dir aus? Du hast ja auch ein bisschen PvP betrieben. Hau mal raus, wie ist so deine Meinung jetzt mit Patch 3.5 und PvP? Geht sehr schnell. Also die Wartezeiten sind echt kurz, nachdem man ja jetzt mit jeder Gesellschaft anmelden kann. Dann, ja, The Feast bin ich jetzt nicht so der Fan davon, weil ich mich dann immer über die Leute aufrege. Bin dann so jemand, der wahrscheinlich wie diese typischen LoL-Spiele, die dann immer total durchdrehen, weil die Leute sind echt, ja, mich nerven, sag ich mal. Was meinst du mit durchdrehen konkret? Magst du mal ein bisschen genauer erwähnen? Ja, wenn sie nicht das tun, was ich hätte gerne möchte. Aber da haben wir ja noch jemand in unserem Welt, der da noch viel, viel schlimmer ist. Ja. Und ich glaube, der schaut auch gerade zu. Ich hoffe, er nimmt das jetzt nicht als negatives Kompliment an. Ist es jemand, den ich persönlich kenne, schon gesprochen habe? Er ist in unserer Gilde. Ja, aber habe ich mit ihm früher geradet? Nein. Ach so, ja gut. Dann war ich wieder meins, aber wir erwähnen es jetzt nicht namentlich. Okay, Ja. Und ansonsten, ja, es kann Spaß machen. Allerdings ist bei mir jetzt zum Beispiel bei Frontlines nur ein bis zwei
Spiele drin, danach habe ich schon wieder keine Lust mehr. Ja, ich habe es mir auch zur Angewohnheit gemacht. Also was ich vielleicht auch von meiner Seite aus sagen kann, ich setze mir so ein kleines Ziel. Ich sag mir, ich spiele jetzt, also heute spiele ich PvP und wenn ich 3 Siege errungen habe hintereinander, höre ich auf. Das ist so auch, glaube ich, wichtig. Man muss sich da ausbremsen, weil sonst ist echt ein dauerhaftes Hin und Her. Also ich habe bis jetzt, bis zu der Kampfklasse Platin, habe ich nicht mehr als 6 Spiele am Tag gemacht. Ja, und je nachdem, im besten Fall habe ich 3 gewonnen und habe dann dementsprechend 60 Punkte plus bekommen. Und so habe ich mich halt stückchenweise vorgearbeitet. Weil sonst kriege ich echt einen Herzinfarkt. Also wenn ich The Feast 4 und 4 4 Stunden machen würde, ich glaube, wäre ich tot. Dann wäre ich nass geschwitzt und dann würde ich irgendwie in Rente gehen, keine Ahnung. Also ich mache das ein Häppchen. Ja? Ich mache das halt, ich gucke, dass ich 60 Punkte plus bekomme, denn pro gewonnenen Kampf kriege ich aktuell um die 20 Punkte und dann ist gut. Ja? Und kann ich euch auch vielleicht nahelegen, falls ihr die Möglichkeit habt, auch regelmäßig täglich zu zocken.